Herzlich willkommen zur ersten virtuellen Keim-Preisverleihung. Seit über 20 Jahren wird der Preis für den besonderen Einsatz zum Energie- und Ressourcensparen an Nürnberger Schulen verliehen. In diesem Jahr leisten die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler mit tollen Projekten einen wichtigen Beitrag zu einem bewussten und sparsamen Umgang mit Wasser und Strom. In diesem Jahr ist aber auch alles anders. Covid-19 hat sämtliche Lebensbereiche betroffen. Aber Sie und Ihr und das Keim-Team habt mit der hohen Zahl an eingereichten Projekten und trotz der schwierigen Umstände alle total überrascht. Es freut mich, dass Sie, liebe Lehrkräfte, und Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, das wichtige Ziel von Keim, Keep Energy in Mind, nicht aus den Augen verloren habt. Dafür möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken für Ihr Engagement und für die Begeisterung, mit der Sie alle dazu beigetragen haben, alle Ideen umzusetzen, um dieses wichtige Thema nicht aus den Augen zu verlieren. Denn dieses Thema geht jeden etwas an. Und alle können etwas dafür tun. Der künftige Lebensraum für Kinder und Jugendliche muss beschützt werden. Dabei zählen auch kleine Schritte. Und wenn viele Leute kleine Schritte gehen, dann kann man auch gemeinsam auf einem guten Weg viel bewegen. Sie und Ihr habt gezeigt, dass, wenn man gemeinsam an einem Projekt arbeitet, dass man auch was bewirken kann. Und auch wenn diese Preisverleihung leider heute nicht live stattfinden kann, bin ich dennoch froh, dass wir Sie mit unseren Preisen unterstützen können. Ihnen allen, liebe Preisträger, ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch und ein herzlicher Dank für Ihr Engagement. Ich freue mich darauf, Sie und Euch im nächsten Jahr hoffentlich wieder live begrüßen zu dürfen. Der Keim-Wettbewerb soll Sie und Euch auch weiterhin motivieren, das Thema Energie- und Ressourcensparen mit viel Engagement voranzutreiben. Seien Sie weiterhin ein Vorbild, lassen Sie uns auch in den nächsten Jahren damit alle dazu beitragen, um dieses Thema weiter mit mutigen und ungewöhnlichen Projekten und Konzepten voranzutreiben. Alles Gute, danke für euren Einsatz, frohe Weihnachten und nicht vergessen, Keep Energy in Mind. Dankeschön.